So, jetzt wünsche ich euch auch einen wunderschönen guten Abend. Windows Update hat auf jeden Fall schon mal reingekickt. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Und wir gehen jetzt natürlich in die AM Class Nummer 3. Und vorher dürfen natürlich die drei Trailer nicht fehlen. Einmal natürlich für November, für den Spendenstream. Und natürlich definitiv der Rennkalender der NSL. Also viel Spaß dabei. Und danach gehen wir direkt in die Lobby, direkt springen wir rein. Und ich wünsche euch viel Spaß mit der AM Pro Class 3. Seid auf jeden Fall mit dabei am 5.11. um 19 Uhr, das Date des Jahres, dürft ihr auf jeden Fall nicht verpassen. Und natürlich das Rennen mit 56 Teams mittlerweile. Natürlich viel Spaß beim Rennkalender der NSL. Also jetzt geht's los, jetzt ein bisschen anheizen. Seid gespannt gleich auf die AM Class Nummer 3.
Herzlich willkommen zur Liga der späten Stunde. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Auf geht's mit AM Class Nummer 3. Also, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Und ich freue mich extrem drauf, dass wir hier heute unterwegs sein dürfen mit der NSL. Also, ich hoffe, ihr habt auch definitiv Bock drauf. Und wir schauen uns gleich natürlich die Jungs an, wenn sie auf Autopolis in der langen Version unterwegs sein werden. Und drück auf jeden Fall allen die Daumen, denn wir haben heute die Teams mit dabei. Also, du hast da noch Werbung drin. Ich habe da noch Werbung drin. Ich habe da noch Werbung drin. Hier, ganz kurz weggemacht. Also, ist nur übergeblieben. So, also, da muss ich natürlich nochmal den Werbevertrag verhandeln. Ja, Spaß beiseite. So, also, der Knopf war einfach nicht schnell genug gedrückt. Und wir gehen rein jetzt mit den Teams natürlich von MKS Racing 2. Im Moment nach dem ersten Rennen natürlich noch nicht viel passiert. Die Abstände extrem eng beieinander. Also 13 Punkte für MKS Racing Nummer 2. Dann haben wir KM Racing Team mit dabei mit 14 Punkten. Dann dürfen die beiden im Moment gleichplatzierten Teams natürlich nicht fehlen mit 17 Punkten. Das ist Curb Crusher Racing Team und No Break Racing. Dann haben wir Hafensänger Racing Backboard mit dabei. 2 Punkte mehr nach dem ersten Rennen. 1 Punkt mehr haben die nächsten beiden Teams und damit sind wir schon an Position Nummer 1 und 2 hier in der AM3. Also mit 20 Punkten ist Racing Team Ostfriesland und Race Like a Sir mit dabei. So, Gameware wartet dich zur Verhandlung. Ja, genau so ist es. Ja, genau so ist es. Ist kein Problem. Du kannst schon mal den Termin schon mal einstellen. Nürburgring Pix, Hallöchen und natürlich erstmal herzlich willkommen. Also Hase Krabumettner sind mit dabei, dann ist X-Fate mit dabei. Dann habe ich selber schon geschrieben. Dann haben wir Mikkel One mit dabei. Dann darf natürlich Dragon ein. Ich fehlen auch dir einen wunderschönen guten Abend auf geile Rennaction. Die werden wir auf jeden Fall sehen. Der Kringel ist mit dabei. Papa Joe, unser heutiger Host. Niemand zockt ebenfalls mit dabei. Herzlich willkommen. Freak ist auch mit dabei. Dankeschön nochmal für deinen Offline-Follow. Und natürlich viel Spaß bei den Rennen hier auf dem Kanal. Also die Jungs werden gleich direkt anfangen. Viertel nach ist der Beginn natürlich der NSL. Das ist Pro und AM Lobby natürlich gleich. 3 Lobbys mittlerweile nebeneinander, beziehungsweise immer nebeneinander. Und wir gehen jetzt gleich rein und werden euch natürlich auch die Teams und die Fahrzeuge vorstellen. Also die Bilder sind zumindest schon mal da, was die Fahrzeuge anbelangt. Und wir gehen jetzt Richtung Lobby. Also auf geht's. Und für diejenigen, die die NSL nicht ganz so auf dem Schirm haben, wir werden genau eine Hotlap haben. Also eine Hotlap. Die müssen die Jungs natürlich bringen. Wenn die Runde nicht schaffen, dann schaffen sie die Runde halt nicht. Ne? Ihr kennt es mittlerweile hier auf dem Kanal. Ja, und ich bin gespannt, wer sich hier natürlich die Pole Position holen kann. Also Toffi mit dabei, Hallöchen, Him ebenfalls. Wunderschönen guten Abend euch beiden. Schön, dass ihr da seid. Kaputtnix ist auch mit dabei. Tachchen, herzlich willkommen. So, also bitte alle Fahrer auf die Box. Das wird gerade in der Lobby geschrieben. Und wir gehen rein in die AM Class Nummer 3. Und ich freue mich extrem auf die Jungs. Also lasst fliegen. Rechts ist Gas, da wo gestreut ist, kann gerannt werden. Und wir haben natürlich Motorensound und werden ihn einsetzen. Also, Phoenix Dave im Moment hier unterwegs für die Kollegen von Race Like a Sir im Porsche 911. Oben haben wir natürlich dann auch die zweite Kamera mit dabei. Insbesondere für die Qualifikation extrem nett. Und ich mag sie halt. So, moin Kaputter. Niemand zockt sehr geil drauf. Schon mal. Ja, hat schon mal gute Laune, würde ich sagen. So, Phoenix Dave. Der parkt hier schon mal auf der linken Seite, hat da wahrscheinlich gerade die nächste Dame des Lebens gefunden und deswegen hier auf der Strecke ganz kurz angehalten. So, dann haben wir mit dabei den Kollegen Webster, jetzt hier im Doppelbild unterwegs. Dann haben wir natürlich den Alois mit dabei, dann darf natürlich der Chris nicht fehlen. Der Kringel ebenfalls mit am Start, gerade noch im Chat gewesen. Jolly Coco, dann haben wir den Tobi mit dabei, der Dodo darf nicht fehlen, der Manni mit am Start, Holzmiche.
Dann haben wir den Force mit dabei, an Position Nummer 11 im Moment gelistet. Dann haben wir Papa Joe, unseren heutigen Host, und der Kochi Wochi. Also, so, Ninja springt auch noch rein. Wunderbar mit der schicken, mit dem schicken Nissan GT-R hier unterwegs. So, gehen wir ganz kurz zum Kollegen Phoenix Dave. Der ist hier schon mal auf der Strecke unterwegs, absolviert seine Boxenrunde. So, Speedy, wunderschönen guten Abend, Hallöchen. Herzlich willkommen hier in der Runde. So, Phoenix Dave, Box, ja, also Box, 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 genau so ist es. Also, deswegen haben wir hier ganz kurz krumme Bilder. Und jetzt werden wir MKS Racing 2 als erstes auf der Strecke sehen. Und wir wollen natürlich extrem geile Runden sehen, hier auch in der AM3. Also lass fliegen. Und DM Midnight Crew, Hallöchen, wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen. Du kommst genau pünktlich zur Qualifikation. Wir können anfangen. Also, ich bin auf jeden Fall schon mal bereit. Wir können loslegen. Ja, wir können loslegen. So, MKS Go. Manni schreibt, nein, Zeitreset. So, also da müssen wir natürlich ganz kurz noch den Umschwung haben. MH Motorsport, auch dir einen wunderschönen guten Abend gewünscht. Ich hoffe, ihr hattet bis jetzt eine super schöne Woche. So, also erstmal raus, dann rein. So, und das klappt schon mal ganz gut. Das funktioniert. Und Run for Life, Hallöchen, einen wunderschönen guten Abend. Ich hoffe, ihr hattet eine extrem geile Woche und läutet jetzt auch das Wochenende ein. Und ja, vielleicht auch der eine oder andere morgen noch einmal lochen oder vielleicht auch Sonntag. Also dann wünsche ich euch natürlich auf diesem Wege eine gute Schicht. Jetzt darf's losgehen. Also die Kollegen von MKS Racing als erstes hier mit dabei. Jolly Coco und oben eingeblendet der Kollege Alois. Also auf geht's. So, hier machen wir natürlich den Namen aus. Oben blende ich ihn euch ein, damit ihr das unterscheiden könnt. Und jetzt wird es eine Runde geben. Es gibt genau eine Runde. Mehr haben die Jungs einfach nicht zur Verfügung. Mal schauen, wo die Zeiten stehen bleiben. Irgendwas um die 1,30. Umso näher an der 1,30, umso geiler ist es halt. Ja, mal schauen, was die Jungs hier abliefern können. So, ist das so 1,30 so? Irgendwas 36, 38, irgendwie sowas? So, viel Glück an meine Teamkollegen Alois und Jolly. Also, Crump for Life auf jeden Fall für Jolly und Alois hier unterwegs. Trau mich nicht. Was ist denn da los, Kaputtnix? Ja, du brauchst dich doch nicht zurückhalten. Wir sind doch alle Freunde, ja? Mittlerweile kennen wir uns doch. Du brauchst dich nicht zurückhalten, egal was du schreiben möchtest. Außer natürlich, die Moderatoren haben was dagegen. Trau dich ruhig, ja? Trau dich ruhig und falls du dich nicht trauen solltest, machen wir natürlich auch gerne einen Stuhlkreis. Falls du da gerne in die Gruppe reinkommen möchtest, wähle folgende Nummer. So, also, Jolly Coco und Alois hier unterwegs. Eine Runde, eine Hotlap. Im Moment in der Boxenrunde unterwegs. Mal schauen, wo bleiben die Zeiten hier in der Boxenrunde stehen. Also irgendwo bei 1,40 erstmal. Und dann wollen wir so weit wie möglich von dieser Zeit natürlich entfernt sein. Also, gebt Gas, die einzige Möglichkeit hier bei der NSL und das ist natürlich auch die Herausforderung, die Schwierigkeit hier in der Liga, um hier extrem schnell unterwegs zu sein. Sonst hast du immer große Klappe hier, Rosinchen. Kaputtnix traut sich halt nicht, ja? So, also, Jolly und Alois unterwegs. Wird das hier mit dem schicken Jaguar der erste ordentliche Treffer? Also Jaguar F-Type, Gruppe 3 hier unterwegs. MKS legt jetzt als erstes los. Im Moment an Position Nummer 7 der AM-Class Nummer 3. Also 21. Platz insgesamt bei der AM. Und die Jungs von Kane Racing Team sind auch draußen mit ihrem BMW Z4. Feuerfreie Bleifüße. Niemand fragt, warum ich hier nicht fahre. Das war die Antwort. Ach so, okay.
Guten Abend, Eifelblitz, Hallöchen. Sophie, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. So, da wird sie direkt hier. Kommt gerade ganz kurz durch die Tür, wird sie direkt weggerissen und in den Arm genommen. So sieht's aus, Krabomettner. Also, Jolly und Alois hier unterwegs auf der schnellen Runde. Wo bleibt die Zeit stehen? Im ersten Fall ist es die 1:41.995. Wie sieht's aus bei Alois? Da wird's deutlich, deutlich langsamer. 1:48.544. Wir springen direkt zum Kollegen Webster und natürlich zum Kollegen Tobi. Also, hier, da müssen wir hin. Also, die beiden mit ihrem Z4 unterwegs. Die Kollegen für Came Racing Team. Ach so, nee, gar nicht. Stimmt gar nicht. Hier, ich komme nochmal zurück in das Gespräch. Natürlich für No Break Racing Came Racing Team. Dadurch, dass es unser Host ist, wird er als letztes fahren. Also hier der BMW Z4 für No Break Racing unterwegs. Einmal der Webster und einmal der Kollege Tobi. So, sauber Jungs. Also Crumb for Life ist auf jeden Fall schon mal zufrieden mit den Zeiten von Alois und von Jolly Coco. So, sonst bist du ja mein neues Schnell zu sagen. Hier kannst du dich beweisen. Ja, hier geht auf jeden Fall einiges, weil die Jungs extrem stark unterwegs sind. Und eine Hotlap ist natürlich auch eine Hausnummer hier bei der NSL. Also lasst fliegen, Jungs. So, Webster und Tobi gerade eben eingeblendet. Hier auf dem Hauptbildschirm der Webster, Tobi oben eingeblendet. Die Jungs wollen natürlich jetzt hier die Zeiten schlagen. Purple schon mal eingeblendet. Beide Zeiten sind Purple. Also der Tobi ein bisschen schneller als der Webster gerade. So, ich bin Anfänger. Ja, genau. Niemand zockt genauso wie ich auch. Bin auch Anfänger. So, BMW Z4. Hier die Kollegen von No Break Racing unterwegs. Und jetzt lasst auf jeden Fall ordentliche Zeiten da. Irgendwas knapp unter der 1,40 wollen wir als erstes sehen. So, Yandele, Yandele, komm, auf geht's. Oh, Zetti, oh. Der Nürburgring-Pix ist auf jeden Fall schon mal verliebt. So, da ist die 1,40728. Wie sieht's aus beim Tobi? 1,41362. Also, da geht auf jeden Fall einiges und wir gehen natürlich zum Kollegen Chris und zum Kollegen Gosh Force. Also, Chris und Force hier unterwegs. Ebenfalls, ja, ich hoffe, dass die Jungs jetzt ordentlich abliefern können. Die Jungs von Curb Crusher Racing Team hier in ihrem wunderschönen Lexus unterwegs. Auch die Hafensänger, die wir gleich sehen werden, sind im Lexus unterwegs. Also der direkte Vergleich mit dem gleichen Material. Ja, aber sowas von liebe ich ihn. Ja, so muss das auch sein. Ja, so muss das auch sein. Falls hier mal irgendwann Mercedes auftauchen sollte, dann bin ich wieder ganz weit vorne in Nürburgring Pix. Aber der BMW Z4 ist auf jeden Fall ein ganz, ganz schickes Auto. Sarah, hallöchen. Wunderschönen guten Abend. So, Chris gegen Gosh Force oder beziehungsweise mit seinem Teamkollegen hier unterwegs. Ah, leichte Probleme jetzt gerade bei Chris Warden. So, die schnelle Runde. Wir haben die 1,40728 auf jeden Fall gesehen. Vielleicht kriegen wir die 39er Zeit irgendwie noch zu Gesicht hier in der AM Class Nummer 3. Also, lass gehen, Jungs! Anstatt dann schaut der Nürburgring-Pix sich den Zetti an. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Entscheidung ist. Ja, also, DK, moinsen, was geht? Ja, alles bestens. Alles bestens hier in der AM Class Nummer 3. So, Chris gerade unterwegs für die Kollegen Curb Crusher Racing Team. Oben sehen wir eingeblendet den Kollegen Gosh Force. Lass uns Rennen gucken, bringt CT durcheinander. Als ob ihr mich durcheinander bringen solltet. In meinem Alter ist man doch nicht durcheinander. Da ist man vielleicht ein bisschen verwirrt, aber okay. Ja. Also, Chris geht jetzt über die Linie mit der 1,43,2. Wie sieht's aus bei Gosh Force? Oben eingeblendet. Wo bleibt die Zeit stehen? 1,44,037.
So, und jetzt haben wir natürlich den Manni mit dabei und den Holzmiche. Springen wir direkt drauf. Also, lasst fliegen. Der direkte Vergleich mit dem Lexus I140728 hat weiterhin Bestand hier vom Webster. Also, oh, schon mal ganz geile Zeit. Der ZT hat auch schöne Kurven. Ja, niemand zockt, das möchte ich kurz bestätigen. Ja, Nürburgring Pix, das ist korrekt. So, also die Jungs von Hafensänger Racing Bergboard hier unterwegs. Der Lexus hier in schwarz-rot gehalten auf der Strecke unterwegs für AM Class Nummer 3. Also im Moment in der Gesamtwertung an Position Nummer 4 unterwegs. Nummer 3. Okay, Nummer 3, ganz kurz nochmal hier zurückgerudert. Ich musste da nochmal ganz kurz auf meine Tabelle gucken. Also, auf Position Nummer 3 unterwegs. Also, Hafensänger Racing Backboard hier unterwegs. Manni und Holzmiche. Dodo und Ninja durften schon auf die Strecke. Also, Racing Team aus Friesland. Die können ihre Boxenrunde schon mal absolvieren. Die sehen wir natürlich nicht. Und jetzt gleich haben wir die ersten Zeiten hier von den Kollegen von den Hafensängern. So, ich sag da nichts zu. Ja. Ich bin so durch vom Nürburgring 24er Quali, dass ich schon wieder einschlafen könnte. Eifelblitz. Ja. Die können doch hier nicht einschlafen. Was ist denn da los? Ja. Soll ich sie wieder anschreien mit 35.000stel Abstand, damit sie wieder wach werden? Ja, natürlich, kaputt nichts. Ja. Also Setup und eigene BOP. So, da ist die nächste Purple-Zeit. Manni haut das Ding raus und die 1.40.994 vom Kollegen Holzmiche. Also, die beiden sind sehr, sehr gut unterwegs. Und wir gehen natürlich direkt zum Kollegen Dodo und zum Kollegen Ninja. Die beiden mit ihrem Nissan GT-R unterwegs und damit Position Nummer 2 in der AM-Class. Hier in der Class Nummer 3, also Dodo und der Kollege Ninja unterwegs. Racing Team aus Friesland. Also jetzt lass fliegen, jetzt wollen wir was sehen. Auf der Strecke geht der Nissan GT-R. Naja, ich würde sagen so mäßig. Ja, also der geht so mäßig auf Autopolis. Mal schauen, was die Jungs hier raushauen können. Vielleicht sehen wir die 39er Zeiten. Also den Druck müssen wir einfach ein bisschen erhöhen. Den Druck müssen wir einfach ein bisschen erhöhen hier mit den 39er Zeiten. Muss morgen früh aufstehen um 7. Ja gut, aber 7 Stunden Schlaf reichen ja. Wir sind so bis 12 unterwegs. Oha, Manni, was ist da los? Ja, hier auf Position Nummer 1. Ich kann es auch nicht glauben, DK. Dodo, lass fliegen. Kommt da vom Kollegen hin. Also Dodo gegen Ninja, beziehungsweise mit Ninja hier unterwegs. Mit seinem Teamkollegen. Mit dem Nissan GT-R. Ich muss noch mein Rennen von gestern gucken. Ja, dann mach das mal. Am Sonntag ist ja wieder Autopolis. Ja, da aber die Kurzstrecke dann. Dodo, jetzt gleich über die Linie. Und wir müssen eine Zeit von 1.40.718 haben, damit wir hier die Polzeit haben. Mal gucken, wo bleibt die Zeit stehen. Jetzt gleich bleibt die Zeit stehen. 1.40.3. 41,3 von Dodo hier in der AM-Class. Nummer 3. So, wie sieht's aus bei Ninja? Ninja kommt jetzt auch gleich über die Linie mit der 41,140, also auch sehr, sehr nah beieinander. Und wir packen jetzt die Spitzenreiter in der AM-Class Nummer 3 aus. Also, Race Like a Sir mit dem Porsche 911. Die beiden sind hier unterwegs. Also, Kochiwochi und Phoenix Dave 1 und 2 unterwegs. So, jetzt aber. So, Kochi habe ich gestern schon gesehen in der TCC. Da ist er mit dem Lambo gefahren. Ich hoffe, dass hier sein Porsche deutlich besser erhalten wird. Und die Kollegen von Came Racing Team an Position Nummer 6 in der Gesamtwertung hier
sind jetzt gleich auf der Strecke unterwegs. Also Papa Joe, unser Host am heutigen Abend und natürlich der Kringel. So, bis späten Sonntag. Viel Spaß euch noch. Die Sophie. Schönen Abend wünsche ich dir auf jeden Fall. Und falls du das Rennen von gestern noch gucken möchtest, unten rechts der Pixelfehler ist der gleiche wie jetzt. Ja. So, also, Kochi, Wochi und Phoenix Dave. Ja, so kann man schon mal antworten. 0,590 Sekunden im zweiten Sektor. So muss es sein. Jetzt kommt der kleine Haken, den wir noch haben, hier in der langen Version. Und dann darf natürlich auch Kochi Wochi hier mit der Polezeit unterwegs sein. Also, Race Like a Sir, im Moment die Spitzenreiter in der AM3. So, Phoenix Dave, wie sieht's da aus? Also auch da 1,14er gerade eben in der Linkskurve. Sieht für beide sehr, sehr gut aus. So, Porsche OP. Sauber die KR. So, wir haben Porsche 911 und wir werden ihn einsetzen. So, und da haben wir die 39er Zeit. 39,974. Wie sieht's aus beim Phoenix Dave mit der 40,1? Also, die beiden gehen hier an 1 und 2. Die Jungs von Race Like a Sir. Achso, da ist ein Pixelfehler. Ich habe gedacht, du hast auf der Linse. Was? Achso, ich habe gedacht, du hast was auf der Linse kleben. Nee, nee, da ist ein Pixelfehler. Das ist ganz normal. Das wird direkt von OBS direkt übertragen. Ja, das tut mir leid, dass unten rechts immer so ein bisschen verschwommen ist. So, also, die Jungs von Came sind unterwegs, also Papa Joe und Kringel. Papa Joe und Kringel mit dem BMW Z4. Wird natürlich das Herz ein bisschen hüpfen lassen von Nürburgring Picks. Der zweite BMW Z4 hier unterwegs, also Came Racing Team. Und jetzt wollen sie natürlich richtig, richtig angreifen. Da bin ich mir sicher, unser Host am heutigen Abend hier im Hauptbildschirm unterwegs. So, Nordfriese, moin, moin, Hallöchen. Ja, was soll ich dazu sagen? Niemand zockt, oder? So, Nordfriese, wunderschönen guten Abend, schön dich wieder zu lesen. Während wir die letzten Runden hier natürlich absolvieren in der Qualifikation, eine Hotlap bei der NSL. Fang schon an zu sabbern, ja. Nürburgring, aber bitte nimm ein bisschen Abstand, nicht, dass das auf die Tastatur kommt. Ne? Also das wollen wir natürlich nicht erleben, ja. So, warum hat eigentlich schon eine Stunde der Nürburgring-Pick nicht mehr gelebt? Ja, geschrieben, ja, der hat ganz kurz auf die Tastatur gesabbert. Das wollen wir natürlich nicht. Nein, der Dreher von Papa Joe! Der Dreher von Papa Joe hier... Oh, ist das ärgerlich. Papa Joe wirft die Runde weg. Und dann machen wir natürlich den Umschwung. Kringel an Position Nummer 2 wird er jetzt hier ordentlich durch die Kurve kommen. Mit dem BMW Z4. Ah, Papa wird sich hundertprozentig hier extrem ärgern. Ganz kurz mal das Lenkrad gebissen haben, da bin ich mir sicher. Und die Runde von Kringel mit einer 1,43,262. Also Papa Joe startet von Position Nummer 14. Haha, so wird es sein. Ja, genau. Ja, ganz kurz Spendenaufruf Richtung Nürburgring Picks, weil der Kollege braucht eine neue Tastatur. So, jetzt wäre Sophie wach gewesen. Definitiv. Ja, also ich habe sie ja auch gestern wach gemacht. Und die Jungs dürfen jetzt natürlich auf die Strecke. Und ich zeige euch natürlich die Trailer nochmal für November. Also wer mit dabei sein möchte im November, 56 Teams sind angemeldet und wir werden natürlich 4 Lobbys nebeneinander laufen lassen. Die Qualifikation am Samstag mit über 150 Fahrern. Also seid auf jeden Fall mit dabei für den guten Zweck und für diejenigen, die natürlich noch den ein oder anderen Euro über haben. Naja, lasst euch nicht lange bitten, sondern haut sie einfach raus für schenkt doch mal ein Lächeln und wir schenken natürlich den Kindern ein Lächeln. Also seid mit dabei und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Trailer. Wir sind sofort wieder da, ihr verpasst natürlich nichts.
Den 5.11. um 19 Uhr solltet ihr auf jeden Fall nicht verpassen. Das Date des Jahres. Also wer die Pummelfee kennt, wird sie definitiv eine Stunde sehen. Am 5.11. 19 Uhr beim Opening des Spendenstreams für Schenk doch mal ein Lächeln. Also seid mit dabei. Und natürlich darf unser Rennkalender nicht fehlen. Also prägt ihn euch gut ein, ihr solltet kein Rennen verpassen. Gleich geht's los mit der AM-Class Nummer 3. Die Jungs haben auf jeden Fall ordentlich platziert ihre Zeiten. Und jetzt gleich geht's los ins Rennen. Ihr verpasst natürlich nichts. Im Hintergrund die Lobby ist auf jeden Fall auf und Papa Joe wird gleich das Rennen starten. Und als ob Papa Joe und ich das abgesprochen hätten, haben wir allerdings nicht. Gehen wir direkt ins Rennen. Ihr seht, ihr bekommt natürlich alles mit. Ansonsten hätten wir den Trailer natürlich abgebrochen, gar keine Frage. Also rauf ins Rennen, rein ins Rennen, wie ihr es auch immer sagen wollt. Die Jungs sind auf jeden Fall extrem heiß. Hier die Startaufstellung. Kochi Wochi für Phoenix Day, for Money, for Webstar, for Heutzmiche. Also auf geht's, die Jungs wollen es natürlich jetzt wissen und wir hoffen natürlich, wir wissen, Gran Turismo Sport hat die letzten Tage ein paar Probleme gemacht. Wir wollen einen ordentlichen Rennstart, also lasst ordentlich fliegen. Wir haben Rennstart! Wir haben einen Rennstart! Kochi Wochi an Position Nummer 1, Manni an Position Nummer 2, hier gerade eben ganz kurz an Phoenix Dave dran vorbei. Manni kann sich hier behaupten, ganz kurz auf der Rasennarbe unterwegs. Also, das sieht erstmal ganz in Ordnung aus. Der BMW Z4 in Grün, gerade eben ein bisschen auf dem Rasen unterwegs, muss da natürlich ein bisschen Speed rausnehmen. Also. Und da gibt es den ersten Unfall. Der erste Unfall um Position Nummer 13. Also Dodo und Kringel. Dodo und Kringel gerade eben hier mit dem Kontakt. Gucken wir uns gleich nochmal in der Wiederholung an. Wir springen direkt wieder rauf auf die Führungspositionen rund um Position Nummer 1 bis Position Nummer 7. Genau so muss es sein. So, Him schreibt auf jeden Fall viel Glück. Raffnix, go HSR. Hallöchen, Raffnix.
Ahoi, ahoi, hoi, Meister. Tag die Damen. Ja, schön, dass du da bist. Mario Webster, hallo an alle. Gleich geht's los, genauso ist es. Tipptopp der Trailer, mein Lieber. Schön, dass er dir gefallen hat, Mikkel Wann. Allen ein gutes Rennen, schreibt die Kay gerade. Also, im Moment kann sich Kochi ein bisschen absetzen. 3 Sekunden hat er schon mal rausgeholt. Jetzt ist Manni hier an Position Nummer 2 unterwegs. Mit dem Kollegen von Racing Team aus Friesland im Nacken. Also, ja, es wird auf jeden Fall sehr... Oh, Racing Team aus Friesland mit dem Dreher. Racing Team mit dem Dreher. Also, der Kollege Goschfors ebenfalls mit dem Dreher. Ist das... Boah, Mann, sowas macht man noch nicht in der ersten Runde, Jungs. Eishalliger, Hallöchen, wunderschönen guten Abend. Also, Kochi kann weiter vorne bleiben, Manni an Position Nummer 2, Webster an 3, Phoenix an Position Nummer 4, Holzmicher an Position Nummer 5, Jolly, Goschfors und Ninja sind in der Box unterwegs. Also, beide hier mit dem Schaden unterwegs, Motorschaden bei Goschfors. Dodo an Position Nummer 8, Papa an Position Nummer 9, dann haben wir den Kollegen Kringel an Position Nummer 10 und wir haben es natürlich auch gesehen, bei Papa Joe ist hier der Frontschaden unterwegs. Also, dann haben wir den Alois an Position Nummer 11, Jolly Coco an Position Nummer 12, kommt jetzt gerade hier aus der Box wieder raus, genauso wie Goschfors und der Ninja steht noch drin. Also, gucken wir uns natürlich an, Kringel an Position Nummer 10, da machen wir die Wiederholung. So, ich verabschiede mich auch mal. Wecker geht morgen früh. Allen Teilnehmern viel Glück und viel Spaß. Ich muss dann auch mal schlafen, sonst verschlafe ich morgen und Sophie bringt mich um. Ich würde sagen, dann hat sie die richtige Entscheidung getroffen. Also, hier der Abflug von den beiden Dodo und Kringel mit dem Abflug hier im Replay. Und wir gehen direkt wieder Richtung Live-Bild. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine wunderschöne Nacht, Nürburgring Pix, alias Leonie. Insider von gestern. So, Kringel an Position Nummer 10 zurück. Was für ein turbulenter Start. Was für ein turbulenter Start hier in der AM Class 3. Also, Kochi an Position Nummer 1. Dann haben wir Manni an Position Nummer 2. Webster an Position Nummer 3. Phoenix Day von Position Nummer 4 hier für die Kollegen von Race Like a Sir. Kochi Woche an Position Nummer 1 natürlich hier vom Team. Dann haben wir heute mich hier Position Nummer 5 mit dem Lexus unterwegs für Hafensänger Racing Backboard unterwegs. So, dann haben wir den Chris Waden ebenfalls im Lexus für Curb Crusher Racing Team. Position Nummer 7 der Tobi. Go Money, go Miche. So, Tobi an Position Nummer 6 und da haben wir natürlich auch den Dreikampf eingeblendet. Und wir blenden natürlich auch die Position Nummer 2 bis Position Nummer 4 oben im Bild ein. Also, Manni, Webster und Phoenix Dave haben auf jeden Fall noch ein Wörtchen miteinander zu reden. Genauso wie Tobi, Dodo und Chris. 3 von 40 Runden sind gerade absolviert. Also, lasst fliegen, Jungs. Mal schauen, wie die unterschiedlichen Strategien natürlich aussehen werden. Tobi bleibt erstmal an Position Nummer 6, der Kollege für No Break Racing. Hier auf der Strecke sollte er auf jeden Fall die Bremse mal benutzen. Sieht im Moment auch sehr, sehr gut aus an Position Nummer 6. Wird verfolgt hier vom Nissan GTR von Dodo und damit vom Team Racing Team Ostfriesland. Also sehr, sehr durchgewürfelt die Jungs im Moment, was zumindest die Teams anbelangt. So, wusste ich nicht, hab das alles noch nicht so lange, sorry. Ja, nee, das wird einfach ausgepunkt und falls du irgendeinen Link posten möchtest, dann gucken sich die Moderatoren das natürlich an. Vorher, weil es gibt natürlich auch die bösen Leute hier bei Twitch, die posten halt irgendeinen Scheiß. Deswegen einfach rüberschicken, ganz kurz eine Flüsternachricht und dann klappt es natürlich auch mit der Einblendung der Links. Also, Phoenix Dave an Position Nummer 7 war er derjenige, der die gelbe Flagge verursacht hat. An Position Nummer 4 liegend auf Start und Ziel, Anbremsphase, Kurve Nummer 1. Die wissen wir, die hat es auf jeden Fall in sich
Und wenn du da zu spät kommst auf der Bremse, dann sieht es natürlich genauso aus wie hier beim Kollegen Phoenix Dave. An Position Nummer 5 unterwegs jetzt gerade, also an 4, 5, 6 und jetzt wird Position Nummer 7. Chris und Papa Joe an 8 und 9 ebenfalls extrem nah unterwegs. So, gehen wir wieder Richtung Live-Bild und gehen zu Position Nummer 8, während wir oben Money und den Webster eingeblendet sehen. Kochi im Moment mit 7,2 Sekunden Abstand auf Position Nummer 1 und das in Runde Nummer 4. Jannik, Hallöchen, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Achso, ist das denn nötig? Kaputnix hat mir nicht zugehört. Es gibt böse Menschen. Es gibt böse Menschen. Kennst du Horrorfilme? Ja? Guten Abend, Meister. Miro, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. So, Pack Attack ist auch mit dabei. Hallöchen, auch dir herzlich willkommen. Also, Chris Waden an Position Nummer 8 hier unterwegs. Und wir springen natürlich direkt zur Position Nummer 6. Denn Dodo, Tobi und Phoenix, die haben es auf jeden Fall hier miteinander zu tun. Position Nummer 5 bis 7 im Dreikampf unterwegs. Also NBR unterwegs, genauso wie die Kollegen von RTO. Also lasst fliegen, das wollen wir natürlich genauso sehen. Hier auch in der AM-Class Nummer 3. Also, ja, gib Gas jetzt hier. Gib Gas, wir wollen die extrem geilen Fights sehen. Und wir wissen ganz genau, auch in der AM3, auch in der... ja? Auch in der AM3 sind die Jungs extrem nah beieinander und das freut mich natürlich auch hier bei der NSL. Egal, was man streamt, man hat immer extrem geile Fights und man sieht es auch oben, Money und Webster können einfach nicht von sich lassen, auch wenn es da gerade 0,8 Sekunden der Abstand ist, also gerade eben aus dem Windschatten raus. Mal schauen, ob sich hier der Kollege Webster wieder reinbringen kann mit seinem BMW Z4. So, ich meinte Hase. Achso, okay. Ja, dann halte ich mich natürlich da raus. Dann halte ich mich da raus, kaputt nix. So, also, Kochi auf 1, Manni auf Position Nummer 2, Webs auf 3, Holzmicher an Position Nummer 4. Dann haben wir den Dodo an Position Nummer 5, sehen wir hier natürlich eingeblendet. Tobi an Position Nummer 6. Dann haben wir den Dave an Position Nummer 7. Dann haben wir den Chris Waden an Position Nummer 8. Der hat einen Papa Joe im Nacken und wird den auch irgendwie nicht los. Dann haben wir den Kollegen Kringel an Position Nummer 10. Alois im Moment an Position Nummer 11. Jolly Coco an 12. Gosh Force an 13. Und Ninja an Position Nummer 14. Also die Jungs, die hier gerade eben mit dem Abflug beschäftigt waren. Also auch Motorschaden natürlich mit dabei bei Gosh Force. Und deswegen haben wir ein bisschen auseinandergezogene Variante hier in der AM-Class Nummer 3. So, also 6 und 7 extrem nah beieinander und natürlich auch 2 und 3. Also hier auf dem Hauptbildschirm Money gegen Webster. Also lass fliegen hier. So, die Leistungsdichte ist einfach geil in der NSL. DK auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Da braucht man einfach... dem ist nichts mehr hinzuzufügen. So ungefähr würde ich es beschreiben. Starke Rennen jedes Mal, egal wo man eingeteilt wird, egal welche Liga man streamt oder sonst irgendwas. Das hier ist genau das, was wir sehen wollen. Oben zum Beispiel Phoenix, Dave und Tobi. Also die Kollegen von NBR und natürlich auch die Führenden im Moment. Ja, also der Porsche von Race Like a Sir, sehr, sehr eng beieinander. Hier haben wir natürlich den Kollegen von Money von Hafen, von den Kollegen Hafen, von den Kollegen Hafensänger Racing Backboard. Mann, alter Falter. So, müssen wir erstmal umbenennen hier. Ganz kurz nochmal aufgeschrieben. Moneys Team erstmal umbenennen, damit der CT das ordentlich aussprechen kann. So, also, das haben wir schon mal erledigt. Das wird gleich erstmal im Discord gepostet. Und wir haben natürlich auch seinen Teamkollegen direkt mit dabei. Also, man erwartet natürlich keine Attacke vom Teamkollegen. Das sollte theoretisch zumindest abgesprochen sein. Aber der ein oder andere, das ein oder andere Malheur ist auf jeden Fall schon mal passiert. Wo ist der Lad bei dir oder wie? Ja, das ist korrekt. Ja, hier Ausrufezeichen Bubble.
Ja, ich habe mir jetzt extra auch ein Bubble-Abo habe ich mir zukommen lassen, damit es vielleicht mal besser wird. Ja, passiert öfter mal, DK. Passiert öfter mal. Also, Money an Position Nummer 3. 1,6 Sekunden der Abstand. Wir springen ganz kurz zu unserem Führenden, dem Kollegen von Race Like a Sir mit dem Porsche 911 RSR. Gleich erstmal Box, Box, Box für Kochi. Also, Positionen. Also, Kochi wird jetzt gleich Richtung Box abbiegen. Also, Box, Box, Box. Und wir machen den Schnelldurchlauf. Also, Ninja an Position Nummer 14. Dann haben wir den Goshforce an Position Nummer 13. 2,8 Sekunden davor ist Jolly Coco. Dann haben wir den Alois an Position Nummer 11. Kringel an Position Nummer 10. Da sind es nur 0,8 Sekunden. Also, Position Nummer 10 sollten wir auf jeden Fall schon mal im Blick halten. Machen wir natürlich direkt oben rein. Dann haben wir den Waden, Chris Waden an Position Nummer 9. Papa Joe mit 2,2 Sekunden Abstand an Position Nummer 8. So, ganz kurz, gelbe Flaggen. Papa Joe an Position Nummer 4. Kochi hier an Position Nummer 3. Also, war schon an der Box. Und die Kollegen Holz, Miche und der Manni an Position Nummer 1 und 2 werden uns in der nächsten Runde Richtung Box verlassen. So, wie sieht's aus beim Kollegen Webster an Position Nummer 7? 3,1 Sekunden. Kochi hat wohl hart trainiert. Ja, das kann sein. Ja, das kann sein. Hier Training macht ja auch bekanntlich den Meister. Ist aber auch eine Strecke, die man sehr, sehr gut trainieren kann, muss ich sagen. Also wir haben es gestern gesehen, 1.10er, 1.11er Zeiten in der Kurzvariante mit der Gruppe 4. Ne? Also mit Gruppe 4. Und da bin ich tatsächlich auch selber 1.12er gefahren. Nach ein paar Runden. Also das ist wirklich eine Strecke. Jetzt weiß ich natürlich, lange Variante bin ich noch nicht selber gefahren. Ja, müsste man auf jeden Fall mal ausprobieren. Natürlich auch mit der BOP, mit den Einstellungen und so weiter. Aber extrem stark unterwegs. Also muss man wirklich sagen, auch die Jungs hier von der AM3 lassen sich definitiv nicht lumpen, was die Geschwindigkeiten anbelangt. Also Chapeau, den nicht vorhandenen Hut gezogen vor allen 14 Fahrern, die gerade unterwegs sind. So, Boy Bundi, Hallöchen. Einen wunderschönen guten Abend. So, wo Boy Bundi ist, ist ja auch Sassi eigentlich nicht weit, ne? So, Webster und Kringel unterwegs. Also beide Bilder eingeblendet. Während jetzt der Kollege Kringel Richtung Box unterwegs ist. So, springen wir zu 1 und 2. Manni und Holzmichi hier an Position 1 und 2. Damit der Lexus von den Kollegen Hafensinger Racing Backboard im Moment an 1 und 2. Natürlich noch nicht Boxenstopp bereinigt. Das werden wir in Runde 10 auf jeden Fall haben. So, guten Abend Marcello und Chat. Ja, sag ich doch. Ja, sag ich doch. Hallöchen euch beiden. So, Hafensänger und Rotlichtmilieu-Musiker, sagt der Raff nix. So, ich hoffe, ihr hattet alle einen wunderschönen Start ins Wochenende. Ich hoffe, ihr müsst morgen nicht so früh raus. Die ersten haben wir verloren, weil sie morgen früh natürlich raus müssen. Und jetzt geht es natürlich direkt weiter hier mit den Jungs auf der Strecke. Also Manni gegen Holzmiche. Holzmiche ist jetzt drin. Also Box, Box, Box. Das bringt uns natürlich genau die Option, einmal komplett durchzuschalten. Also Alois im Moment nach dem Boxenstopp mit guten, ja,
76% an Sprit mit dabei. Im Moment an Position Nummer 14 mit seinem Jaguar. Und da springen wir natürlich rein. Also rein in den Hobel hier von Alois von MKS Racing. Nummer 2 im Moment mit 13 Punkten an Position Nummer 7. Hier in der AM-Klasse Nummer 3. Ja, Sekündchen Richtung Kringel. Also da geht natürlich auch einiges. So, Sekündchen. Anbremsphase, Kurve Nummer 1 und wir springen raus aus dem Hobel. Und Dankeschön, Sasi, für deinen Host. Recht herzlichen Dank. So, dann an Position Nummer 13, der BMW Z4. Dann haben wir Ninja an Position Nummer 12, der ist dran an Chris. An Position Nummer 11. Also beide, ja, okay. Also Ninja mit dem schlechteren Material unterwegs. Chris hat die Reifen gewechselt und hier die und ordentlich vollgetankt. Also zumindest hier in dem Fall 52% für den Kollegen Chris. Dann Position Nummer 10. Papa Joe, der ist 1,9 Sekunden entfernt an Position Nummer 9 zu Phoenix Dave. Und MH Motorsport, Dankeschön für deinen Follow. Recht herzlichen Dank. Corsi, wunderschönen guten Abend. Hallöchen. Und Dragon Eye haut hier 100 Bits raus. Recht herzlichen Dank. Dankeschön. So, dann haben wir Tobi an Position Nummer 8 hier unterwegs. Also, Tobi an Position Nummer 8. Der ist dran an Jolly Coco. Also, Jolly Coco hier unterwegs und Tobi im Schlepptau. Oben sehen wir Chris Waden mit Ninja. Also, lass fliegen, DK. Dankeschön für 100 Bits. Dankeschön. Go, 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 HSR. Go, 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 HSR. Also, Jungs von Hafensänger Racing Backboard hier natürlich gemeint. Was für ein Fight. Hier BMW Z4 gegen den Kollegen Jolly Coco an Position Nummer 7 mit seinem Jaguar unterwegs. Also Jolly Coco an Position Nummer 7. Dann haben wir den Gosh Force an Position Nummer 6. Wir sehen es im Hintergrund. So weit ist der Abstand nicht. 2,6 Sekunden. Die 24 Stunden wären mein persönliches Highlight oder das absolute Desaster. Ich sag mal, beides möglich. Ja, beides möglich. So, dann haben wir Dodo an Position Nummer 5. Holzmicher an Position Nummer 4. Manni an Position Nummer 3. Webster an 2 und Kochi Wochi an Position Nummer 1. So, bei mir eher das Zweite. Auch geil. Oh, wird ein absolutes Desaster, aber ja, okay. Ja? Kann man trotzdem mitleben, weil 24er machen extrem viel Spaß. Und wenn die Jungs natürlich extrem nah beieinander sind, beziehungsweise auch gerne in einer Wohnung oder in einem Haus unterwegs sind, das macht so viel Laune. Wir haben es gemacht beim 24er R-Faktor. Da haben wir auf der Nordschleife sind wir gefahren und haben vier oder fünfmal, haben wir... das Ganze bei mir zu Hause gemacht. Bei mir auf dem Rig sind live auch gewechselt. Also es war natürlich abgesprochen mit der Organisation, weil der tatsächliche Wechsel des Fahrers dauert ein bisschen länger. Dann haben wir die Zeit halt einfach mitgestoppt und sind dann erst losgefahren. Also es war so ein geiles Wochenende. Solltet ihr auf jeden Fall mal machen. Also falls euer Team das noch nicht gemacht hat, dann auf jeden Fall, definitiv, solltet ihr machen. So, Gosh Force an Position Nummer 6. Oben sehen wir den Chris weiterhin eingeblendet. An Position Nummer 12. Ninja an Position Nummer 11 unterwegs. Ratze, Hallöchen. So, also machen wir den Schnelldurchlauf von Position Nummer 1 bis Position Nummer 14. Also 16 Sekunden ist Kochi unterwegs.
Und Hase haut hier erstmal ein Abo raus. Recht herzlichen Dank. Dankeschön. Und Rayman, viel Spaß mit den Emotes. Websam Position Nummer 2. Das sind natürlich die Geschenke von uns an euch, weil ihr einfach die geilsten seid. Recht herzlichen Dank, dass ihr immer zahlreich einschaltet. Dankeschön. So, dann haben wir Money an Position Nummer 3. Dann haben wir den Holzmicher an Position Nummer 4. Dodo an Position Nummer 5. 2,4 Sekunden Abstand. 12,3 Sekunden der Abstand Richtung Gosh Force. Muss natürlich gleich noch Richtung Box sein, weil der Kollege natürlich den Motorschaden hatte. Wertvolle Zeit gekostet. Tobi an Position Nummer 7. Dann haben wir den Phoenix Dave im Moment an Position Nummer 8. 1,7 Sekunden an Position Nummer 9. Der Jolly Coco. Also auch Team Mauskiller. Herzlich willkommen in der Abo-Falle. So, Hase haut natürlich unsere Geschenke in die Community raus. Dankeschön dafür und schön, dass ihr dabei seid. Ich finde es extrem geil. So, du bist der Geilste, nur der HSV. Ja, das ist korrekt. Also nicht, dass hier du bist der Geilste, sondern nur der HSV. Das meinte ich mit korrekt. So, also. Dann haut der Hase Nummer 5 Stück raus. Also, Dankeschön, dass ihr immer einschaltet. Und die Abos sind natürlich komplett random mit dabei. So, Papa Joe an Position Nummer 10. Dann haben wir an Position Nummer 11 die Ninja. Position Nummer 12 ist der Chris unterwegs mit 2,8 Sekunden Abstand. Alois an Position Nummer 13 und Kringel an Position Nummer 14. Also, so sieht es im Moment aus. Ja, ist natürlich abgesprochen. Also, das ist natürlich das Dankeschön, dass ihr erstens den Kanal extrem supportet und immer mit dabei seid und hier eine richtige Gaudi draus macht. Dankeschön an alle. So. Nur der FC St. Pauli. Hoffentlich hat niemand zockt. Nein, der hat ein Abo gekriegt. Ich wollte gerade sagen, hoffentlich hat niemand zockt kein Abo bekommen, aber viel Spaß mit dem Abo, niemand zockt. Viel Spaß mit dem Dingen und das Geile ist natürlich einfach werbefreie Streams, wenn ihr hier einschaltet, wenn ihr hin und her schaltet, wenn die Jungs zu dritt unterwegs sind, dann natürlich, dann bekommst du einfach ganz am Anfang keine Werbung, also kannst du hier einfach hin und her springen. So, also Kochi mit 17,3 Sekunden. Also heute ist er auf jeden Fall sehr, sehr gut drauf. So, DK hier oben rechts ist das X, ne? Da muss er... Du weißt, was ich meine. Nein, ganz am Ende. Jeder soll doch für seinen Fußballverein natürlich Fan sein. Ich bin halt HSV-Fan. Ja, so ist es halt. Und jeder soll doch für seinen Fan natürlich treu sein, genauso wie bei den Jungs bei Gran Turismo Sport. Jeder soll natürlich für sein Team sein, für seinen Favoriten, für seinen Kumpel, für seinen Freund, wie auch immer. Und lasst uns eine extrem geile Party haben, genau so soll es sein. Also, so, Marcel, die ziehen wir alle schon auf HSV-Seite, Teufelchen. Ja, das kann natürlich sein. So. So, danke dafür. Wir haben doch genug geschenkt mit deinem Stream. Niemand zockt. Schön, dass es dir gefällt. Schön, dass es dir gefällt. Fuß, was? Hier, Ball. Als HSV-Fan hat man es nicht einfach. Und das sagt der Pauli-Fan. Ja, ich sag mal, wir sitzen im gleichen Boot. Ja, nur der eine fährt links rum, der andere fährt rechts rum. Ja, so. Elektro-Chris, Hallöchen. Hamburg-Hannover, bis in den Tod. Ja, guck mal, guck es dir an, ja, zweimal HSV. Also, Kochi-Woche an Position Nummer 1, Webster an 2 und der hat den Money direkt im Nacken. Gucken wir uns das Ganze sprittechnisch an. Ah, 26% zu ungefähr 32%. Warte, ich möchte das korrigieren, vielleicht auch 42%. Vielleicht auch nicht, sondern 37%. Ja, 37,5% hier beim Money unterwegs. Also Position Nummer 3 im Moment. So, vielen lieben Dank fürs Abo. Toller Stream wie immer. Nobby,
Schön, dass es dir gefällt. Schön, dass es dir gefällt. Moin, ihr Kaputten. Hallöchen, Bruno. So, also Holzmicher an Position Nummer 4, Dodo an Position Nummer 5, 17,2 Sekunden. Hier der Abstand an Position Nummer 6. Dann haben wir den Tobi an Position Nummer 7, Gosh Force an Position Nummer 8, Papa Joe an Position Nummer 9, Jolly Coco an Position Nummer 10, Ninja an Position Nummer 11 hier unterwegs, Chris Waden an 12, dann haben wir Alois und natürlich den Kollegen Kringel. Also da haben wir die Motorschäden schon gesehen. Wir gucken mal ganz kurz, wie sieht's aus beim Kollegen Webster und natürlich Holzmiche gegen Dodo. Also 2 und 3, 1,5 Sekunden und 3 und 4, 4 und 5 mit einer Sekunde Abstand. Ich bin Zebra, weiß-blau, leiden kann ich. Ja, Dragon Eye auf jeden Fall. Mit Duisburg bist du auch, ich sag mal so, ein Tränchen, wenn ich nächstes Mal weine, wenn der HSV verliert, dann würde ich die auch dir abgeben. Ja. Also als Duisburg-Fan, also wenn man in Essen wohnt, weiß man natürlich, was in Duisburg los ist. So, Adler können auch leiden. Hast du keine Maus gefangen, Bruno, oder was? So, also. Natürlich für diejenigen, die beschenkt wurden. Dankeschön, Hase, fürs Ausführen. Viel Spaß mit den Emotes und natürlich mit den werbefreien Streams. Dankeschön, dass ihr immer mit dabei seid hier, wenn der Kanal online geht. Dankeschön. Recht herzlichen Dank. So Jungs, allen noch viel Glück. Wir schauen weiter Filmchen. Schönen Abend noch. Sasi wünsche ich euch natürlich auch. Wunderschönen guten Abend. Und lasst es euch gut gehen und bleibt natürlich gesund. Also, auf geht's! Dodo, Plan C, Go RTO. Also im Moment an Position Nummer 5 unterwegs. 1,6 Sekunden. Lexus gegen Lexus im Moment. Also einmal hier den Kollegen von Hafensänger Racing Backboard unterwegs an Position Nummer 4. Dann haben wir an Position Nummer 5 den Nissan GTR von Racing Team aus Friesland. ...1,2 Sekunden der Abstand. Webster und Money wird es gerade eine Sekunde. Sekündchen nur noch zwischen den beiden. Also das gesamte Feld hat sie ein bisschen auseinandergezogen. Dodo und Holzmichi hier mit einer Sekunde. Und oben sehen wir Webster und Money mit ebenfalls einer Sekunde unterwegs. Also ist genau der richtige Moment, wenn ich euch mit den beiden Zweikämpfen hier ganz, ganz kurz alleine lasse. Also wir sehen uns ungefähr in 45 Sekunden wieder. Thank you.
Also, die Jungs natürlich hier weiterhin unterwegs. Dodo jetzt Richtung Box. Also, Webster 0,5 Sekunden Richtung Money. Dodo Richtung Box. Also, springen wir rein in den Fight zwischen Money und Webster. Viertelvoller Tank beim Kollegen Money. Webster ebenfalls, ja. Ja, jetzt gleich nächste Runde. Nächste Runde ist auf jeden Fall für den Kollegen Webster in seinem BMW Z4 erstmal vorbei. Go, Dodo. Push. Schnapp ihn dir. Alles go, RTO. So, ihr Lieben, ich muss leider schon ins Bett. Krabometner verlässt uns heute ein bisschen früher. Auch dir natürlich eine wunderschöne Nacht wünsche ich dir. So, weiter geht's mit den Jungs hier um Position Nummer 2. Also Money an Position Nummer 2 unterwegs. Mal gucken, ob er hier vielleicht ein bisschen den Abstand natürlich noch reduzieren könnte. Bis Webster dann Richtung Box abbiegt. Also, nächste Runde. Ja, vielleicht auch diese. Also, jetzt geht es schon rechts rüber. Aber Webster bleibt erstmal draußen. Also, Webster kann definitiv noch eine Runde fahren. Money an Position Nummer 2. Oben sehen wir eingeblendet Ninja und Jolly Coco an Position Nummer 13. Und da springen wir jetzt gleich auch natürlich direkt hin. Also Jolly Coco an Position Nummer 13, Ninja an Position Nummer 14. Oben sehen wir eingeblendet Papa Joe, Tobi und Dodo. Der Dreikampf um Position Nummer 6 ist entfacht. Push Kringel. Also Dragon Eye natürlich für den Kollegen Kringel. Position Nummer 12 im Moment. 11,5 Sekunden hier von dem Fight um Position Nummer 13 entfernt. Also Jolly Coco und natürlich der Ninja an Position Nummer 14. Und da springen wir rein. Rein in den Chicken Nissan GTR fürs Team Racing Team Ostfriesland. Jetzt kommt die Attacke. Also Anbremsphase reicht hier für den Kollegen Ninja, Position Nummer 13. Mal schauen, ob hier vielleicht die Attacke kommen könnte. Jolly Coco direkt daneben, Anbremsphase, rechts ist die Kurve, nächste ist die Rechtskurve. Ja, bessere Linie erstmal für den Jaguar. Ja, na klar. Was hat das Bier eigentlich mit dem Fußball zu tun? Gar nichts. Ninja und Jolly Coco 13 und 14. Was für ein Fight. So, springen wir oben ganz kurz an Position Nummer 5. Webster an Position Nummer 5 unterwegs. An Position Nummer 6 ist Papa Joe und Dodo. Also 6 und Position Nummer 13 wechseln wir hier im Bild. Denn auch hier ist der Nissan GTR hinter dem BMW Z4 unterwegs. Also Papa Joe und der Kollege Dodo. Jetzt schauen wir uns das Ganze an. Papa Joe mit der Attacke und dran vorbei. Also Papa Joe ist dran vorbei hier in der AM-Class Nummer 3. Position Nummer 7 für den Kollegen im Moment. So, Dodo an Position Nummer 6. Also da gab es gerade die Attacke natürlich. Dodo an Position Nummer 6, Papa Joe an Position Nummer 7, 1,8 Sekunden im Hintergrund sehen wir auch den Kollegen Tobi. Und da springen wir mal rein, schauen uns das Duell rund um Position Nummer 6 hier aus der Cockpit-Perspektive an. So, bis Start und Ziel nehmen wir es auf jeden Fall mal mit.
Davor ist dann auch der Fünftplatzierte, der Kollege Webster, auf jeden Fall zu sehen in seinem BMW Z4. Wo bewahren, Papa, du schaffst das. 1,9 Sekunden ist natürlich auch nicht gerade viel, die er hier Vorsprung hat vor Tobi. Aber er hat auch extrem stark zu arbeiten mit seinem Z4 hier. So, 2 Sekunden. 2 Sekunden Abstand über Start und Ziel sind wir raus. Also gehen wir wieder Richtung TV-Kamera. Oben sehen wir den Webster, 3,8 Sekunden. Wir gucken uns natürlich direkt an, wie sieht es denn aus um Position Nummer 1. Also 25,4 Sekunden hat der Koch hier rausgefahren mit seinem Porsche 911 RSR fürs Team Race Like a Sir. Dann haben wir den Kollegen Manni im Moment an Position Nummer 2 für die Hafensänger. Genauso wie die Holzmicher an Position Nummer 3. Also 2 und 3, sehr, sehr stark unterwegs. Position Nummer 4, der Teamkollege von Kochi, der Phoenix Dave, ebenfalls für Race Like a Sir unterwegs im Porsche 911. 3,2 Sekunden hier der Abstand Richtung Webster. Und da haben wir den ersten BMW Z4 hier unterwegs. Also Webster an Position Nummer 5 unterwegs. Also für die Kollegen No Break Racing im Moment an Position Nummer 5 der Gesamtwertung. So, und das schaut ja hier richtig gut aus für meine Jungs. Ja, DK, so kann man es ungefähr beschreiben. Ja, so kann man es beschreiben. So, dann haben wir den Dodo an Position Nummer 6 hier unterwegs. 4,1 Sekunden Abstand Richtung Webster, 2,3 Sekunden Richtung Papa Joe an Position Nummer 7. Dann haben wir den Tobi an Position Nummer 8, 21 Sekunden Richtung Chris Waden an Position Nummer 9, Gosh Force an 10 und an Position Nummer 11 ist der Alois. Kringel an Position Nummer 12, dann haben wir den Ninja an 13 und Jolly Coco an Position Nummer 14. Also springen wir zu Position Nummer 9, den Dreikampf, der ist eröffnet. Also Chris Waden gegen Gosh Force, die beiden teaminternen Duelle. Also hier die beiden Teamkollegen unterwegs mit dem Lexus für Curb Crusher Racing Team und gefolgt natürlich vom Kollegen Alois hier mit seinem Jaguar und damit für MKS Racing 2. So, bleiben wir oben beim Webster drauf, ganz kurz. 2,4 Sekunden nach vorne. Mal gucken, ob er Richtung Phoenix Dave die Lücke schließen kann. Hier haben wir erstmal den Dreikampf zwischen den Kollegen von MKS und natürlich vom Curb Crusher Racing Team. Also, lass fliegen, Jungs. Lass fliegen. So, 17 Runden sind noch zu absolvieren. Ja, es geht auf jeden Fall schon mal. Also, starkes Rennen von den Jungs. Mal schauen, ob der Jaguar hier dranbleiben kann. Ach komm, rein in den Hobel, rein in den Jaguar von Alois. Und jetzt die erste Attacke gegen Chris Waden und damit gegen Curb Crusher Racing Team. Mal schauen, ob es hier eventuell den nächsten Fight geben könnte, beziehungsweise die nächste Attacke. Mal schauen, ob er seinen Jaguar auf Start und Ziel direkt daneben platzieren kann. Wir wissen natürlich, extrem schwierig dran vorbeizugehen. Aber so sieht es erstmal relativ einfach aus. Also Alois geht dran vorbei am Kollegen Chris Waden und Gosh Force ist der Nächste, den er natürlich holen möchte. So, jetzt muss er aufpassen, dass er den Konter nicht bekommt aufgrund der Linie.
Aber sieht erstmal wunderbar aus. Während Webster und Phoenix Dave gerade auf Position Nummer 4 und 5 unterwegs sind. Und jetzt hätte es beinahe die Attacke gegeben von Chris. So, schalten wir um. Also, Position Nummer 4. Phoenix Dave gegen den Kollegen Webster. Also, hier der Porsche 911 RSR gegen den BMW Z4. So, was meint ihr? Wann wird es die Attacke von Webster geben gegen Phoenix Dave? Also, ich glaube, wir werden Webster mit ungefähr 35% gegen natürlich den Phoenix Dave, der seinen Reifen extrem runter geritten hat. Werden wir jetzt gleich die Box natürlich sehen. Also, 15 Runden, da muss er ihn auf jeden Fall komplett voll machen. Und mal schauen, wie das ganze Boxenstopp bereinigt aussieht. An Position Nummer 5 mit Webster und mit Phoenix Dave an Position Nummer 4. Im Moment der Webster mit dem besseren Material unterwegs. So, Alois an Position Nummer 9. Tobi kann die Zeiten im Moment nicht mitgehen. Und das ist natürlich unsere Möglichkeit, an Position Nummer 14 zu springen. Also, Kringel geht rein. Der hat genug mit seinen Reifen zu tun gehabt. Also, der Kollege von Kame, Kringel an Position Nummer 14. Dann haben wir Position Nummer 13, der Chris Warten. An Position Nummer 12 ist der Jolly Coco unterwegs. Dann haben wir Ninja an Position Nummer 11. An Position Nummer 10 ist der Tobi unterwegs. Dann haben wir den Alois mit 2 Sekündchen Abstand an Position Nummer 9. An Position Nummer 8 ist im Moment der Gosh Force unterwegs mit 6,6 nach vorne. 22,6 nach vorne zu Papa Joe. Dann haben wir 7,8 mittlerweile zum Kollegen Dodo. Der hat auch noch ein bisschen mehr Sprit mit dabei als der Kollege Papa Joe. Und der Phoenix Dave erstmal Richtung Box. Also Box, Box, Box Richtung den Kollegen von Race Like a Sir. Dodo an Position Nummer 3. Viertelvoller Tank. Dann haben wir gute 30% von Webster an Position Nummer 2. Der bleibt natürlich noch ein bisschen draußen. 14 Runden sind noch absolvieren und der Rest von dieser. Und Kochi Wochi an Position Nummer 1 mit guten 60% an Sprit. Die hat er schon mal getankt. 14 Runden sind noch zu absolvieren im Porsche 911 RSR. Wenn ich spurt, wird Kiel geholt. Ja, also Jungs von Hafensänger Racing Backboard mit ihrem Lexus im Moment unterwegs. Während wir oben natürlich den Alois Richtung Box sehen, also beziehungsweise in der Box unterwegs. MKS Racing 2 an Position Nummer 21 im Moment bei der AM Lobby hier unterwegs. Also Kochi Wochi mit 9,6 Sekunden der Abstand Richtung Webster. Und da haben wir natürlich, wenn wir ganz kurz noch mal in den Sprit schauen, 60% Richtung ungefähr 27-28% mit dabei. So, Dodo an Position Nummer 3. Der Lexus ist ja auch ein Schiff. Schönes Auto, muss ich sagen. RTO Push, Dodo Push, jetzt Plan B. Also, Dodo an Position Nummer 3 wird hier zu Plan B überredet. Was auch immer das natürlich bedeutet, Him. 4,7 Sekunden, 20% noch an Sprit mit dabei. 1,6 Sekunden Richtung Holzmicher an Position Nummer 4. Der hat einen halbvollen Tank, deutlich besseres Material. Und genauso der Money auch hier unterwegs. Also, halbvoller Tank, 13 Runden sind noch zu absolvieren. Und wir werden natürlich jetzt gleich nochmal einen Boxenstopp sehen von den Jungs. Roundabout in 31, 32 werden wir auf jeden Fall hier alles Boxenstopp bereinigt haben. Also Alois an Position Nummer 12 oben eingeblendet. Sehen wir natürlich,
Chris Waden an Position Nummer 13, auch mit dem halbvollen Tank unterwegs. Kringel an Position Nummer 14, auch da alles Richtung Box schon mal unterwegs gewesen. Wie sieht's aus beim Gosh Force? Der muss auf jeden Fall noch mal rein. Also drei, vier Runden werde auf jeden Fall noch bekommen. Dann haben wir auch den Kollegen Boxenstopp bereinigt. Dann haben wir den Manni an Position Nummer 5. Der ist an Holzmiche dran, an seinem Kollegen hier an Position Nummer 4. Dodo an Position Nummer 3, Websan 2 und Kochi Wochi an Position Nummer 1 oben eingeblendet. So, also nur noch einer Richtung Box und dann geht's hier über die Ziellinie für 13 Runden und den Rest von dieser. So, Manni an Position Nummer 5 jagt hier seinen Teamkollegen 1,2 Sekunden der Abstand. Und schaut es euch an, auch Richtung Dodo ist da nicht viel Platz und natürlich auch Richtung Webster an Position Nummer 2. 4,9 Sekunden der Abstand Richtung Dodo. So, jetzt erstmal die Überrundung hier beim BMW Z4. Das hat sehr, sehr gut funktioniert, sehr, sehr fair Platz gemacht natürlich. Also, teamintern funktioniert schon mal. Gleiche Strategie. Im Moment an 4 und 5. Die Kollegen im Moment an Position Nummer 3 in der Gesamtwertung. Wenn man natürlich 4 und 5 mitnimmt, dann geht es auf jeden Fall sehr, sehr eng zu. Auch nach dem ersten Rennen 2020, 19, 17, 17, 14, 13. So ist im Moment die Punkteverteilung hier in der AM Class Nummer 3. So, machen wir nochmal den Durchlauf, während wir Kochi Wochi oben einblenden. Also Kringel im Moment mit 38 Sekunden Abstand, knapp über halbvollen Tag. So, da geht noch was nach vorne, wenn sie es durchbringen. Ja, gucken wir uns gleich auf jeden Fall mal an, auch die Zeiten natürlich. Also Chris im Moment hier mit der 1:42.610 seine persönliche Bestzeit, 3 Sekunden Richtung Alois. Also Alois für MKS hier unterwegs an Position Nummer 12. Dann haben wir an Position Nummer 11 natürlich den Jolly Coco. Also ebenfalls für MKS unterwegs. Dann haben wir Position Nummer 10 den Ninja. Position Nummer 10 für den Nissan GTR für RTO. Der jagt gerade den Kollegen von No Break Racing an Position Nummer 9. So, andere Taktik-Hit. Ja, ich bin gespannt. Also ich bin wirklich gespannt, wie das Ganze ausgeht. So, Papa Joe an Position Nummer 8. Dann haben wir den Kollegen Gosh Force an Position Nummer 7. Auch da nochmal Box, 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 Box. König Safe an Position Nummer 6. Halbvoller Tank ebenfalls beim Kollegen Manni. Dann haben wir den Holzmicher an Position Nummer 4. Der ist dran an Dodo an Position Nummer 3. Also auch hier, ja, knapp halbvoller Tank. Dodo wird uns gleich nochmal Richtung Box verlassen. Dann haben wir den Webster an Position Nummer 2 und Kochi Wochi mit dem halbvollen Tank schon unterwegs. Also, ja, ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Also, wir springen rein Richtung Holzmicher an Position Nummer 4. Und den Kollegen Kochi Wochi lassen wir oben eingeblendet an Position Nummer 1. Ehre dem Ehre gebührt. Natürlich unterschiedliche Sprit-Varianten hier. Von Holzmiche und natürlich von Phoenix Dave an Position Nummer 6 hier unterwegs. Also Position Nummer 6, ja, halb voller Tank, alles gut. Dann haben wir Dodo, der wird uns jetzt gleich Richtung Box verlassen, beziehungsweise verlässt uns gerade Richtung Box. Das ist auf jeden Fall die bessere Variante. So, halb voller Tank. Das wird auf jeden Fall nochmal Richtung 10 Runden und den Rest von dieser gehen. Dann haben wir den Holzmicher an Position Nummer 3. Also da bleiben wir drauf. Team intern im Moment. Die Jungs mit ihrem Lexus und damit natürlich Hafensänger Racing Backboard unterwegs. Doch ich muss nur noch heile nach Hause fahren.
Da dürfte nichts mehr passieren. Ja, bei dem Abstand 13,8 Sekunden. 13,8 Sekunden, halb voller Tank. Also da ist alles soweit in Ordnung. Also wenn er das Ding jetzt nicht mehr wegwirft, alles gut. Ja, also alles gut. So, 10 Runden sind noch zu absolvieren. Also gute, ja, 20 Minuten haben wir noch auf jeden Fall auf der Uhr. Bis dann die NSL natürlich hier auch zu Ende ist am heutigen Freitag. Schaut auf jeden Fall zu. Morgen ist der Samstag natürlich mit dabei. Morgen Abend geht's los bei mir um 18 Uhr mit der neuen Liga auf meinem Kanal. Also, wenn ihr Bock habt auf Tourenwagenmeisterschaft, seid auf jeden Fall mit dabei um 18 Uhr. Da geht's los. Zwei Stints hintereinander, also Liga 2 und Liga 1 direkt hintereinander. Und dann werden wir roundabout so um 21 Uhr fertig sein. Und danach dann natürlich die NSL. Also wer Bock hat auf Motorsport, ab 18 Uhr geht's los hier auf dem Kanal. Und dann natürlich Samstag. Natürlich darf es nicht fehlen, die NSL hier ebenfalls mit der Pro-Klasse. So, du kommentierst beide Ligen. Ich kommentiere beide Ligen morgen, ja. Also, teamintern haben wir es schon mal hier auf jeden Fall geregelt. Und wir springen einen Tacken zurück. Das bedeutet, Position Nummer 11 dürfte das sein. Genau so ist es. Ninja, Jolly Coco und Alois haben auf jeden Fall noch ein Wörtchen miteinander zu reden. Und oben lassen wir das teaminterne Duell auf jeden Fall schon mal laufen. Dann hoffe ich dir, dass wir dir zwei spannende Rennen bieten können. Das hoffe ich auch. Das hoffe ich auch. Morgen also der Saisonauftakt, der erste Versuch natürlich der Tourenwagenmeisterschaft. Und ich bin gespannt, wie es läuft. Ja, das wird man natürlich morgen ersehen. Ich hoffe, die Jungs sind extrem nah beieinander. Ein Shootout gab es natürlich genauso wie bei den Kollegen von der Karthalle Wittlich und TCC. Also eine Qualifikation sind wir gefahren für die Einteilung der Ligen. Und jetzt haben wir hier den Abflug. Also Abflug von Jolly Coco an Position Nummer 12. Jetzt kommt der Chris noch angeschossen. Der geht auch noch dran vorbei. Also Jolly Coco an Position Nummer 13 zurück. Gucken wir uns natürlich direkt nochmal im Replay an. Also, hier haben wir den Ausritt von Jolly Coco für die Kollegen von MKS Racing Nummer 2. So, würdest du mich bitte wieder Richtung Livebild lassen? Dankeschön, Gran Turismo Sport. Also, Jolly Coco an Position Nummer 13 hier unterwegs. Na, was für ein Malheur. Ja, was willst du machen? Ne, sowas kommt nur mal vor. 8 Runden sind noch zu absolvieren und den Rest von dieser. Also, Kochi im Moment an Position Nummer 1, 22,2 Sekunden Abstand Richtung Holzmiche. Und dann haben wir natürlich den Manni an Position Nummer 3, den überspringen wir ganz kurz Richtung Webster an Position Nummer 4. So, wird spannend. Werden mal sehen, was wir mit dem Porsche auf Monza anrichten können. Wir haben natürlich morgen extrem viele Mercedes mit dabei, die extrem gut starten, extrem gut auf Monza unterwegs sind. Das wissen wir natürlich bekanntlich. Mit dem Porsche, na, mal gucken, was da geht. Windschatten extrem wichtig morgen auf Monza. Bin gespannt. So, also machen wir nochmal den Durchlauf. Kringel an Position Nummer 14 unterwegs. Also 60 Sekunden der Abstand, Frontschaden hier bei Kringel. Für die Kollegen von Came Racing im Moment an Position Nummer 6 in der Gesamtwertung hier in der Klasse. Dann haben wir den Jolly Coco an Position Nummer 13. Der kommt gerade eben aus der Box. Wir sehen es gerade mit dem Jaguar. Also der Jaguar im Moment an Position Nummer 7 in der Gesamtwertung. Also Papa Joe hat den Pedalausfall. Papa Joe hat hier den Pedalausfall. Also da geht nichts mehr.
Position Nummer 12, Alois an Position Nummer 11, 3,6 Sekunden nach hinten, 3,9 Sekunden nach vorne zu Ninja, 9,2 Sekunden zum Kollegen Gosh Force an Position Nummer 9. Dann haben wir den Papa Joe an Position Nummer 8, der hat gerade eben den Pedalausfall gemeldet. Dann haben wir den Tobi an Position Nummer 7, da ist er eingeblendet für die Kollegen von No Brake Racing. Bestimmt Pfannerdreck. Also, DK, ich persönlich fahre meine V3 schon so lange, also ich kann tatsächlich nicht drüber meckern. So, Liga 1 sehr AMG-lastig, Liga 2 bisschen verteilter, McLaren, Porsche, BMW und AMG. Ich bin auf jeden Fall morgen gespannt. Ne, leider nicht, muss eigentlich schlafen. Muss um 6 aufstehen und dann geht's auf zum Nürburgring. Ich wünsche dir so viel Spaß dabei, Noah. Sonntchen, Hallöchen! Ich hau ihn da mit dem Nudelholz. So, Tobi an Position Nummer 7. Dann haben wir natürlich den Kollegen Dodo an Position Nummer 6 hier unterwegs. Dann haben wir den Dave von Position Nummer 5. Webster an Position Nummer 4 mit seinem BMW Z4 unterwegs für die Kollegen von No Brake Racing. Dann haben wir den Kollegen von HSR, genauso wie den Holzmicher an Position 2 und 3. Und dann haben wir natürlich den Kochi Wochi an Position Numero Uno. Also hat sich ein bisschen auseinandergezogen, aber nichtsdestotrotz 6 Runden und den Rest von dieser sind noch zu absolvieren. Ja, morgen leider nicht, weil morgen ist ja Saisonauftakt. Legit Mink, Hallöchen, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Moin, moin. So, Kochi unterwegs. 23,7 Sekunden ist der Abstand mit seinem Porsche 911 RSR. Und ich würde sagen, komm, da springen wir mal rein. Rein in den Hobel. Gönnen wir uns natürlich mal eine Runde hier mit Kochi. Im Moment die Abstände zwischen den einzelnen Feinds ein bisschen größer. Oben können wir auf jeden Fall mal Position Nummer 4 eingeblendet lassen. So, das ist 4, das ist 5. Okay, das geht auf jeden Fall weit nach hinten. So, wer ist denn da gerade beide hintereinander unterwegs? Also, Position Nummer 3 und 4. Die blenden wir oben ein. Hat auch lang genug gedauert, das, was wir gefunden haben. Internes Duell zwischen den Kollegen Hafensinger Racing Backboard. Eifelblitz morgen auch mit an der Schleife, oder was? Dann wird wahrscheinlich unser Handy nicht stillstehen. Da gehe ich mal von aus. So, Kochi, die Runde nehmen wir auf jeden Fall mit. Oben sehen wir 2 und 3 eingeblendet. Unterhalb von einer Sekunde natürlich teamintern. Da erwarten wir zumindest keine Riesenattacken. Beide unterwegs. Hebt das ganze Team von denen. Ah, okay. Da müssen wir ja doch noch hin irgendwie, ne? Wo ist eigentlich meine Einladung hier von GPSR? Wo ist meine Einladung? Ja, so sowas von. Ja. So, ganz kurz nochmal aufgeschrieben. Keine Einladung von Noah. Der sollte auf jeden Fall die Strecke mal streuen, weil da gab es den einen oder anderen Abflug. Jawohl. Und natürlich die Einladung an CT fehlt. So, habe ich mir aufgeschrieben, Noah. Ich wünsche euch extrem viel Spaß morgen. Also, Kochi hier mit dem kleinen Schlenker. Wir sind lang genug drauf. Gehen wir natürlich zu Position Nummer 7 im Moment. Also, Tobi hier unterwegs. Den haben wir noch gar nicht so lange im Bild gehabt. Also bleiben wir ganz kurz auf dem BMW Z4 hier vom Kollegen Tobi und damit von No Brake Racing. So, habe ich im Streusalzbehälter vergessen. Muss da irgendwo noch vergraben sein. Du meinst die Einladung, ja? Ja.
Das merke ich mir, ja? Wollte es nur noch mal gesagt haben. So, also Holzmichel und Manni oben an 2 und 3. 13,7 Sekunden haben sie Richtung Webster rausgefahren an Position Nummer 4. Eine gute Minute Richtung Tobi, den wir gerade sehen an Position Nummer 7. Also teamintern definitiv geile Sache für Hafensänger Racing Backboard. Richtung RTO werden sie definitiv extrem viele Punkte gut machen. Und natürlich auch Race Like a Sir im Moment an Position Nummer 1. So, und wo ist der zweite Porsche? An Position Nummer 4 ist er nicht, an Position Nummer 5. Also 1 und 5 gegen 2 und 3. Extrem geil. Ja. Racing Borg back. Ja, fast. Also, Racing, jetzt bringt der Noah mich komplett durcheinander. Natürlich Hafensänger Racing Backboard und Racing Team Ostfriesland hier in der Kombination. Also, sehr geiles Rennen auf jeden Fall, auch hier in der AM Nummer 3. Dodo an Position Nummer 7 unterwegs. Den haben wir eingeblendet. 16 nach vorne, 16 nach hinten, also im Niemandsland unterwegs. Das ist natürlich genau die richtige Option Richtung Position Nummer 14. Also der Kringel hier unter... Kannst du bitte dein Auto auf der Strecke lassen? Genau so ist es, Kringel. Denn wir wollten gerade reinspringen. Wir wollten gerade reinspringen in den BMW Z4. Die Jungs haben sich ein bisschen auseinandergefahren. Deswegen springen wir hier mal rein beim Kollegen von Came Racing Team an Position Nummer 6 in der Gesamtwertung hier vorm Rennen. So, jetzt nochmal das Deck geschrubbt und dann kann es angelegt werden auf P2 und P3. Also Rafnix wünsche dir auf jeden Fall viel auf P2 und P3. Also P2, P3. Ich muss sagen, die Jungs sind extrem stark unterwegs. Ganz kurz mal hier die Nachricht komplett verpeilt. Aber die sind doch extrem geil unterwegs, ja? Also, Chapeau, ne? Holzmiche und Manni lassen ordentlich fliegen. 1 und 5, Kochi Wochi und natürlich auch der Kollege Phoenix Dave extrem stark unterwegs. So, Kringel an Position Nummer 14, erstmal hier auf der Cockpit-Perspektive unterwegs. Also, 4 Runden und den Rest von dieser, die haben wir natürlich mit dabei, während Kochi Wochi schon in Runde Nummer 38 ist. Also 2,5 Runden hat er noch zu absolvieren. Also Position Nummer 13, dann der Kollege Jolly Coco. So, und darfst du wieder AM2 ran. Ah, sieht ganz gut aus auf jeden Fall dafür. Ja. Mal schauen, wie AM2 und AM1 natürlich abschließen aufgrund der Aufstiege, Abstiege. Ich bin auf jeden Fall gespannt. So, Raftik so. Verdammt! Nee, ich schon wieder in 2. Ich wollte doch in 3. So, nächste Woche auf jeden Fall der Red Bull Ring. Und ich brauche noch irgendwo einen Gaststart. Ja, ich brauche noch irgendwo einen Gaststart, wo ich auch einen Red Bull Ring fahren kann. Kann ich einen Mercedes nehmen irgendwo? Gibt es irgendwo ein Team, wo ich mit Mercedes fahren kann? Und danach natürlich auch südlicher Außenring. Den würde ich auch nehmen, ja? Also ich muss auf jeden Fall noch ganz kurz hier irgendwo bei einem Team anheuern, damit ich auch mal eine Runde fahren kann bei der NSL. Also Jolly Coco an Position Nummer 13. Dann haben wir den Chris Waden an Position Nummer 12 unterwegs. Dann haben wir an Position Nummer 11 der Alois. Du kannst am Sonntagabend Porsche auf dem Red Bull Ring fahren, wenn du magst. Sonntagabend bin ich ja selber online. Nur, das passt ja nicht ganz. Leider. So, Alois an Position Nummer 11 hier unterwegs. 2,9 Sekunden nach hinten Richtung Chris. Mit seinem schicken Jaguar F-Type hier unterwegs. Dann haben wir Position Nummer 10. Das ist der Ninja, also mit dem Nissan GT-R.
hier mit dem Kollegen, mit den Kollegen von Racing Team aus Friesland. Also Position Nummer 10. Dann haben wir Papa Joe für Came. Da haben wir gerade gesehen, dass er, also da haben wir gerade gehört, dass er einen Pedalausfall hat. Mal schauen. Also jetzt wahrscheinlich dann auf den Controller gewechselt, gehe ich mal von aus. Position Nummer 8 ist Gosh Force unterwegs. Aber was, du kommentierst einfach ein anderes Rennen, während du selber fährst. Das bekommst du schon hin, glaub an dich. Ja, nur, warte ganz kurz. Nee. So, Gosh Force an, an 8. Dann haben wir in Position Nummer 7 den Tobi. Dann haben wir in Position Nummer 6 den Dodo. Dann darf natürlich der Phoenix Dave nicht fehlen. An Position Nummer 5, 11 Sekunden Abstand. Dann haben wir den Webstar 4. Money an Position Nummer 3, 3,3 Sekunden Abstand zu seinem Teamkollegen. Und last but not least, der Kollege Kochi Wochi an Position Nummer 1. Und der geht auf die letzte Runde. Und da springen wir ganz kurz rein. Letzte Runde. Also Ehre dem Ehre gebührt. Der, warte ganz kurz nochmal auf Holz geklopft. Der Gewinner von Liga Nummer 3. Also 28,8 Sekunden ist auf jeden Fall schon mal eine Hausnummer. Jetzt muss ich mir nur noch überlegen, wie ich gleichzeitig kommentiere und dann noch ein anderes Rennen fahre. So, Noah, hier, wie heißt das nochmal ganz kurz? Herausforderung angenommen. Also, Kochi extrem stark hier unterwegs. Definitiv hier am Wochenende. Gestern haben wir noch gesehen, mit dem Lambo unterwegs. Und jetzt ist der Kollege natürlich hier mit dem Porsche unterwegs und egalisiert das von gestern. Also, pack mal raus. Und TDK, danke schön für deine Spende. Von einem Zehner. Recht herzlichen Dank für deine Donation von einem Zehner. Dankeschön. Recht herzlichen Dank. Dankeschön, Tobi. Recht herzlichen Dank. So, Kochi an Position Nummer 1. Die letzten Meter nehmen wir in der TV-Kamera mit. Und dann geht über die Linie. 30 Sekunden ist der Abstand. Sauber, Kochi, Glückwunsch. Tobi, gerne. Recht herzlichen Dank. Dankeschön. Und da geht's über die Linie mit dem Porsche 911 RSR. Kochi gewinnt das Ding. Herzlichen Glückwunsch. Position Nummer 1. Also, dann haben wir natürlich die Kollegen hier, Holzmiche und den Manni. 3,2 Sekunden. Herzlichen Glückwunsch ans Podium. Noah, du bist noch ein bisschen zu früh. Wir brauchen noch einen Moment. Ja? Wir brauchen noch einen Moment. Hier, um das Podium natürlich zu würdigen. Nicht zu früh. Ja? Also ich habe tatsächlich schon in der letzten Kurve eventuell den einen oder anderen Fight gesehen. So, also Holzmichi mit Manni und mit Webster. Also Manni wird vorgelassen. Manni vor Holzmichi, vor Webster an Position Nummer 4. Dann haben wir den Kollegen Phoenix Dave an Position Nummer 5. Ne, ich kann die Zukunft voraussehen, das passt. Siehste? Auch geil. Also, Phoenix Dave an Position Nummer 5, gefolgt vom Kollegen Dodo an Position Nummer 6. Da haben wir mit dem Nissan GT-R Z4 an Position Nummer 7. Also, Tobi kommt jetzt gleich auch über die Linie. Also, Tobi für NBR, die Jungs von No Break Racing hier unterwegs. Also, scheint auch zufrieden zu sein. Scheint auf jeden Fall zufrieden zu sein. Dann haben wir den Gosh Force an Position Nummer 8. Der nächste, der uns jetzt gleich hier auf der Start- und Ziellinie beglücken wird. Gefolgt von Position Nummer 14 von Kringel. Und dann natürlich von Position Nummer 9, dem Ninja. Gefolgt von Papa Joe. Und da werden wir uns natürlich auch die Informationen reinholen, was mit seinen Pedalen auf jeden Fall los war. Also, sehr, sehr geiles Rennen, muss ich sagen. So, hätte von mir aus noch ein bisschen enger zusammen sein sollen. Also, Jungs, wir werden auf jeden Fall ab nächste Woche machen wir das zusammenfahren. Dragon Eye, Dankeschön für 100 Bits, Dankeschön. Und natürlich Uschi, mal gucken, was du vorliest. Macht nichts. Schön, dass es dir gefallen hat. Glückwunsch ans Podium und an meine Mates.
Schade und trotz allem super Leistung, Papa. Guter Einstand, Kringel. Ich wurde bei meiner Premiere vom Vorletzten überrundet. Und jetzt ab ins Bett. Morgen geht's zum Nürburgring. So, morgen geht's zum Nürburgring. Danke, CT-Meister, wieder für den Mega-Stream. Tschüss, bis nächste Mal. Also, so lange hat Uschi keine Zeit, das vorzulesen. Dankeschön, Dragon Eye und Smoking Aces. Thank you for 1000 Bits. Dankeschön. Recht herzlichen Dank. Schönes Ding heute. Niemand zockt? Definitiv. Definitiv ein sehr, sehr geiles nice Rennen. Like a Sir, tolles Rennen. Ja, definitiv. Also, Race Like a Sir, Racing Team aus Friesland, Hafensänger, Racing Backboard. Das Endergebnis werden wir natürlich nächste Woche sehen. Und schaut auf jeden Fall morgen definitiv zu, wenn die Jungs von der Pro-Class unterwegs sind. Also, Top-Leistung heißt er, Top-Rennen, sagt auch der Freak. Hat mir auch extrem viel Spaß gemacht und ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Wir gehen ganz kurz, kennt ihr diese Werbung schon? Im November geht's los. 5. bis 7.11. Seid auf jeden Fall mit dabei. Am 5.11. hier auf dem Kanal zum ersten Mal überhaupt Just Chatting. Eine Stunde. Eine Stunde haben wir uns rausgenommen. Ein bisschen blödeln. Ja, so kann man es beschreiben. Also, Pummelfee und der Horst sind mit dabei und natürlich auch das verrückte Huhn. Also, wir haben uns da ein bisschen was einfallen lassen. Seid auf jeden Fall gespannt, das Date des Jahres. Also, die Trailer werdet ihr auf jeden Fall noch sehen, sobald sie fertiggestellt sind. Und ich wünsche euch natürlich einen wunderschönen Freitagabend. Bleibt gesund natürlich und wir springen Richtung Endszene. Recht herzlichen Dank natürlich fürs Zuschauen und ihr seid einfach die Geilsten. Das macht extrem viel Spaß, wenn die Jungs hier unterwegs sind und natürlich auch die Mädels. Also extrem geil und ich gucke ganz kurz mal, wie es bei den anderen Jungs aussieht gerade eben. Also wen haben wir denn gerade unterwegs hier? So, wenn diese Werbung bei Twitch nicht wäre, ich könnte ja mal reingucken, ne? So, also ich hoffe, ihr hattet extrem viel Spaß. Nacht, schönen Abend an alle. DK, schön, dass du reingeschaut hast. Top Rennen, sagt Freak. Gute Nacht und Dankeschön natürlich, dass ihr reingeschaut habt. Also hier sind auch nur noch die letzten Runden unterwegs, die ich hier erkennen kann. Und ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Abend. Bleibt gesund. Morgen natürlich ab 18 Uhr hier auf dem Kanal, dann die Touring-Wagen-Meisterschaft, der Saisonauftakt, überhaupt die erste Saison überhaupt, also komplett Frischling auf meinem Kanal. Ich bin gespannt, wie es auf jeden Fall vonstatten gehen wird, ob alles klappt, seid auf jeden Fall mit dabei, schaut gerne zu, wenn ihr um 18 Uhr nicht schon irgendwas zu tun habt, aber falls ihr was zu tun haben solltet, dann sagtet einfach ab. Gutes Nächtle, sagt Nobby. Schönen Abend allen, sagt der Tobi und ich wünsche euch natürlich einen wunderschönen guten Abend. Bleibt auf jeden Fall gesund und ich würde sagen, wir springen jetzt ganz charmant. Wo springen wir denn hin? Also ich würde sagen, wir springen zum nächsten Streamer des Spendenstreams. Ich blende euch nochmal die Szene natürlich ein, also den Trailer und danach raiden wir direkt zum Sandmann, der ist natürlich auch mit dabei und ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, Dankeschön fürs dabei sein, ihr seid einfach die Geilsten, Dankeschön, dass es diese Community von Gran Turismo Sport gibt, Dankeschön dafür und ich würde sagen, das war der Falsche, den wollten wir abspielen, also viel Spaß und danach raiden wir direkt zum Sandmann, Dankeschön.
Dankeschön, dass ihr dabei wart. Wunderschönen Abend, viel Spaß beim Sandmann und dann bis morgen. Ciao.